Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic, Imperialer Agent bzw. scharfer Scharfschütze. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Im Sicherheitsbereich sind wir schon im zweiten Gebiet. Ich glaube, es gibt vier oder so. Ne, fünf. Ne, vier. Noch vier. Ich glaube, es gibt noch fünf. Das ist aber hier nicht auf der Karte beschrieben. Was haben wir denn hier? Also wir sind total überlevelt in der Crewfähigkeit. Allerdings, ja gut. Sind auch schon 45. Sind auch schon richtig Bis später dann. gut hier am Mitleveln. Wir beginnen. Ich hätte mal ein bisschen mehr Das gut, habe ich weil. lange nicht gemacht, aber ich schaffe das schon. Ich habe minus 2, oh, wir sind immer noch so böse. Minus 270. So, gehen wir mal da rein. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Bitte nicht angreifen, bitte nicht angreifen. Ja. Welches Level haben wir überhaupt schon? 392 in Bioanalyse. Das ist das höchste? 550. Gut. Das wird doch irgendwie immer höher. Die ganz am Anfang war, glaube ich, die Begrenzung bei. Was waren da die Begrenzung? Ich hörte richtig. Ja, sieht so aus. Kann ich auch da lang? Nö. Sind auch Gegner. Überall Gegner. Nein, ich will keine Gegner. Ich habe noch keine wirkliche Rotation hier drin. Also ich klicke einfach nur irgendwie die Skills durch und hoffe, dass die Gegner besiegt werden. Ich weiß es nicht so gut, aber ja, gut. So, machen. Such dir doch einfach eine Rotation raus. Nee, ich habe einfach noch gar keine. Ich will wissen, was gibt's hier bei Heldenhaft noch? So. Feuer, bla bla bla. Ablenkung, verringert die Ziele. Bla bla bla. Rettungsbereich. Deckung. Verringert die Effizienz von Schildsonde. Okay, sehr viel Abklingzeit verringern. So, irgendwie sowas, dass man bestimmte Skills, zum Beispiel sowas auch im Laufen ausführen kann. Beim Kommando gibt es sowas, dass man zum Beispiel, ey, irgendwie sind die Phasen nicht verbuggt oder ich weiß nicht was. Ist das hier ein, nee, zum Glück nicht. Oh. Dankeschön. Der Fahrstuhl hört sich etwas komisch an. Die Geräusche sind auch nicht so ganz richtig übernommen, finde ich jetzt. Die ganzen Geräusche passen nicht, man schmeckt gar nicht. Bei der Fähre kommt ein Fahrstuhlgeräusch, beim Fahrstuhl kommt ein keine Ahnung was Geräusch. Ich weiß nicht genau, was das für ein Geräusch ist. Zum Glück kommt kein Fährengeräusch. Mehr so ein Luftschleusengeräusch eigentlich. Dieses Tsch. Nein. Wieso müssen die so viele Gegner sein? Ey, könnte ich mich bloß unsichtbar machen. Wäre es alles viel Das war einfacher. sensationell. Verdammt. Ziehe ich da gleich wieder den Gegner. Egal. Ja, gut, das meine ich genau, dass die Gegner einfach in den scheiß Flächenschäden drin stehen sollten. So. So. Ich will die Gegner nicht besiegen. Ich möchte eigentlich einfach nur schnell durch. Es gibt eh keine Bonus. Deswegen lohnt sich das so oder so nicht. Erfahrungsschub geht auch bald dem Ende zu. Verdammt. Wahrscheinlich auch nicht mal für den Planeten reichen. Nee, Leute. Das geht gar nicht. Das kann gar nicht für den Planeten reichen. Das haben wir hier. Sicherheitsüberbrückungskonsole des Aufzugs. Wenn es kein Fahnder ist, nächste Terminal. Zum Glück. Ihr rettet mich. Keine fahrenden Fahrstühle. Bei Savas ist das geil. Jetzt kommen bestimmt noch mal welche. Turbolift aktiviert. Sieh an, wer immer noch am Leben ist. Hier ist ganz schön was los. Ich habe uns zum Turbolift gebracht. Hey, die haben Datenstifte. Aufputschmittel. Blasterpacks. Nicht schlecht. Ich kann meinen Kortikaldatenstift wieder zum Laufen bringen. Konzentriert euch auf eure Arbeit. Viel Vergnügen. Zurück an die Arbeit. Sofort. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Kenyan, ich brauche die Ausrüstungsliste. Natürlich. Wir lassen nur etwas Dampf ab.
Scorpio-Sanktionen aktiviert. Ich weiß es zu schätzen, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben. Ich werde ihre Tode kunstvoll inszenieren. Ihr müsst einen Alarm ausgelöst haben. Ich habe nichts gemacht. Was bist du? Seid alle ruhig. Klappe, Shandy. Uns wird nichts passieren. Waffen bereit, Augen offen halten. In diesen Laboren wurde die Aggression von Fremdlingen erforscht. Ich habe vollen Zugang zu den Systemen und den eingesetzten Chemikalien. Was ist das? Das Aerosol SLV-88 wurde zur Gedankenkontrolle und Aggressionssteigerung entwickelt. Sterb! Genießen Sie den kurzen Moment dieser Erfahrung. Ihr wollt, dass ich kämpfe, Agent? Ihr sollt euren Kampf haben. Zerstöre die, keine Ahnung was. Oh, fuck, wir müssen alle unsere Typen hier besiegen. Sogar unsere Gefährtin. Fuck. Hier nochmal hier. Hier noch ein Schild, was soll ich noch alles rein? Kann ich alternativ noch einen Gefährten rufen? Den ist leider nicht verfügbar. Den herrufen. Ja! ich könnte den Droiden. Willkommen zurück. Ich habe gerade einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt, der Ihnen gefallen sollte. Okay, oh, ich will eh. Ach, der geht ja jetzt gar nicht. Was? Was? Wo sind wir? Ach, wir sind. So. Müssen wir nicht hier bald irgendwann nochmal sticken? Okay, 3 Stück brauchen wir. Dass man hier auch nicht, dass man hier keinen Schaden bekommt. Eigentlich müsste man hier doch Schaden noch bekommen. Oh Gott. Kann ich mal mit dem Gefährten rumrennen? Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Benutze die Steuerung der Lüftungssysteme. Lüftungssystems? Der Lüftungssystems. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lüftungssystems. Sie sind immun gegen Bewusstseinskontrolle. Aber diese Verteidigungstechnik sollte in der Galaxis überhaupt nicht verbreitet sein. Interessant. Wir werden diese Diskussion später fortsetzen. Es tut mir furchtbar leid. Ich konnte einfach nicht anders. Ich glaube, wir sind alle nochmal davongekommen. Was für ein Sicherheitssystem. Wir sind noch nicht mal im Hochsicherheitstrakt. Gehen wir wieder ans Werk. Weiß jemand was über diese Stimme? Ich hab dir mehr zu fürchten als Besaurus. Was hat uns da gerade angegriffen? Einer von euch muss das doch wissen. Keine Ahnung, Boss. Mein Bruder konnte uns nichts mehr davon erzählen. Ich werde mich dann mal in die Computer hacken. Vielleicht finde ich da ein Inventar der Ausrüstung. Dann mach das mal. Ja, ja. Nein. Es ist fast alles hier. Die verflixten Geräte sind aufgelistet. Aber manche Stücke werden nicht im Labor aufbewahrt. Ich kann rausfinden, wo sie sind. Gebt mir Einzelheiten. Gut gemacht, Shani. Macht alle die Waffen bereit. Ihr macht das prima. Lasst hören, was ihr rausgefunden habt. Carbonitfalle. Die ist in der Waffenkammer. Die braucht ihr, um euch einzufrieren. Und so eure Lebenszeichen vor den Scannern im Hochsicherheitstrakt zu verbergen. Anders kommt ihr da nicht rein. Eine verbrauchte Maranium-Batterie. Befindet sich im Sondermüll. Die Strahlung schwächt die Versiegelung der Türen. Alter Trick der schwarzen Sonne. Antistrahlenserum. Wasserfilter. Das hilft, die Strahlung der Batterie zu überstehen. Naja, wenn weiter nichts fehlt, sollten wir uns nicht beschweren. Wir anderen packen hier alles zusammen und schleichen uns schon mal zur nächsten Sicherheitszone. Vorausgesetzt, ihr könnt diese 3 Teile noch beschaffen. Einverstanden. Kommt ihr ohne mich klar? Und baut bloß keinen Mist. Haltet euch an den Plan. Keine Improvisationen, keine Überraschungen. Verstanden? Klar habe ich das verstanden.
Der Plan vom Labor, wir und uns, was wir brauchen. Okay. Och, besorg eine Carbonit-Dings da, Wumster. Oh Gott, wo muss ich jetzt alles hin? Soll das ein Witz sein? Ich jetzt eher den Gefährten wiederholen. Ja. Eure Befehle? Dort hinten. Oh Gott. Na, jetzt hänge ich ja noch fest. 15 Minuten nur noch Klassenmissionserfahrung. Die Scorpio-Sanktion. Gott. Schon wieder bei 45,5. Das Level geht hier so schnell. So, wo ist die Konsole dort? Ich hasse es immer, dass es so ewig dauert, bis sie spawnt. Der Fahrstuhl ist immer noch komisch an. Sonst noch was? Yep. Krieg ich dafür einen Bonus? Ja, aber nur, wenn du erst was mitbringst. Sonst nicht. Ups, ich wollte M drücken. So, gehen wir erstmal dort hinten hin, würde ich sagen. Da ist die Kiste. Aber die nehme ich jetzt nicht mit. Das ist mir jetzt so nervig. Ach, da geht's ja auch raus. Yay, endlich werden wir nicht mehr vom Gleiter geschossen. Darauf habe ich schon so lange gewartet, oder? Habt ihr auch so lange gewartet? Gott, jetzt im Arsch der Welt. Oh Gott, zu drei Ärschen der Welt. Zum Sicherheitslager, zum Giftdeponie. Warum führt man solche Quests ein? Wer hat sich das ausgedacht? Als direkt auf Belsarvis. Warum Belsarvis? Ich stehe nicht nah genug. So, jetzt aber. Oh. Dass sie nicht automatisch ducken können. Das war sensationell. Wir hoffen, dass ihr zufrieden seid. Ja, ich bin zufrieden. So, machen wir jetzt mal den hier. Oh, das tut. Och nö. Wieder Gefährtengeschenke und Anmaß. Ich bin stark. Ja, das sehe ich. Soll ich mal den Stim hier reinhauen? Okay, perfekt. So, Bonusquest auch gleich wieder abgeschlossen. Das ist auch gleich wieder abgeschlossen. So. Oh. Das ist euer verdammter Ernst. Genau wie ihr es verlangt habt. Jetzt hoffe ich, oh nein, ich bin hier falsch. Und jetzt ziehe ich wieder die scheiß Gegner auch. Okay. Das wird auf Markep noch viel schlimmer da. Später. Auf Markep wird es noch viel schlimmer. Ist gerade das Gegner respawned? Sah es gerade nur so komisch aus. Oder sah es gerade nur so komisch aus. So, was haben wir denn hier? Ein paar Rohre. Kann ich auch von hier aus daran? Natürlich nicht. Ich komme hier rüber. So, das erste Ding haben wir. Antistrahlenserum. Als nächstes müssen wir nach da unten. Ich glaube, da porte ich mich. So, tschüss. Okay, ich würde sagen, bevor wir die 1-2 holen, beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn sie es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nichts verpassen wollt, ein Abo. Und da kann ich noch eins sagen. Und zwar, tschüss.